Wenn ich mich mit jüngeren Leuten unterhalte, Leute, die mich von früher nicht kennen, die nur die Zeitungsberichte kennen und das, was in der zeitgeschichtlichen Literatur zu finden ist, dann sagen die Leute immer zu mir, ja, Hoffmann, natürlich, Sie sind kein Nationalsozialist, das ist ganz klar. Aber früher waren Sie doch ein Nazi. Und das ist einfach ein Irrtum. Ich war früher auch nicht viel anders. Mein Weltbild hat sich nicht so stark geändert. Das ist nur dauernd immer in den Medien falsch dargestellt worden und ist manipuliert worden. Und kürzlich gab es einen Fernsehbericht, wohl vom Bayerischen Rundfunk, und da wurde ein kurzer Ausschnitt aus einer Rede gezeigt, wo ich, das muss 1979 gewesen sein, in Heroldsberg einen Vortrag vor sehr vielen Leuten gehalten habe. Es war eine Grundsatzrede mit dem Thema, die neue Ordnung kommt. Und dann hat man natürlich jetzt auch wieder fürs Fernsehen einen Ausschnitt gewählt, der zu falschen Schlüssen führt, wenn man nur diesen Ausschnitt alleine sieht. Da habe ich nämlich gesagt, also der Parlamentarismus muss weg. Und dann meint natürlich jeder, hat jetzt den Beweis dafür, dass ich die Diktatur propagieren wollte. Demokratie, das wäre mir auch nicht eingefallen, aber die Diktatur wollte ich natürlich auch nicht. Und das muss man jetzt mal ein bisschen beweisfähig machen. Ich nehme diese letzte Sendung jetzt zum Anlass und trage nochmal einen großen Teil der damaligen Rede vor. Damals war natürlich die Rede freigehalten. Heute ist es anders. Ich muss das dann ablesen, denn es kommt ja genau auf den Wortlaut an. Also, das war damals so. Es war wohl im Dezember 1979, also sehr kurz vor dem BSG-Verbot. Da habe ich im Gemeindesaal von Heroldsberg eine öffentliche Versammlung durchgeführt und hatte das Thema, die neue Ordnung kommt. Wir hatten damals keine Möglichkeit, so wie das heute ist, dass man sich übers Internet zusammenruft und Werbung macht. Die Zeitungen wollten von uns keine Inserate annehmen. Wir hatten nur die Möglichkeit, mit Flugblättern diese Veranstaltung zu bewerben. Das haben wir dann gemacht und siehe da, der Saal war voll, es waren ungefähr 600 Leute da. Und dann kamen natürlich auch Gegendemonstranten, etwa so 100, 150 Antifaschisten, die natürlich mit dem Ziel gekommen sind, diese Veranstaltung zu stören. War natürlich auch genügend Polizei da. Und ich erinnere mich, wie der Polizeidirektor zu mir gesagt hat, Herr Hoffmann, Sie haben jetzt eine öffentliche Veranstaltung angekündigt, Sie können jetzt niemanden abweisen, Sie müssen jetzt jeden, der hier rein will, reinlassen. Ich sage, ja gut, ist ja der Sinn der Sache, natürlich können die alle rein. Und dann sagt er, ja, aber es sind natürlich auch Antifaschisten da. Und ich sage, und? Dann lass sie halt rein. Und das war dann so. Und die kamen dann alle in den Saal und haben zugehört. Und man soll es nicht glauben, ich habe 3 Stunden geredet und es war mucksmäuschenstill und keiner hat gestört. Nun muss ich noch dazu sagen, es war also nicht nur die Polizei und die Antifa da, sondern es kam auch ein Kamerateam vom ZDF, das war damals der Reporter Uwe Hirsch und eine gewisse Frau Lütschek. Wie die gekommen sind und gefragt haben, ob sie drehen dürfen, da habe ich gesagt, ja, wir können schon drehen, aber für was wollt ihr drehen? Fürs Archiv oder für einen Eimer? Also ihr dürft das doch niemals senden. Doch, Herr Hoffmann, wir haben einen festen Sendetermin, am Donnerstag wird gesendet, dürfen wir drehen. Bitte schön, wenn ihr euch die Mühe machen wollt. Naja,
die Tage vergingen und dann kam der Donnerstag, wo die Sendung angekündigt war und da wurde natürlich nichts ausgestrahlt. Dann habe ich den Uwe Hirsch angerufen und habe gesagt, ja, was ist denn nun, Herr Hirsch, wo ist denn die Sendung? Und dann hat er gesagt, Herr Hoffmann, das hätte ich niemals für möglich gehalten. Wir durften die Sendung nicht bringen. Der ganze Sender ist im Schneideraum zusammengelaufen und wollte sich diesen Streifen angucken. Das hat sich im ganzen Sender rumgesprochen. Und dann kam der Dieter Kronzucker, hat sich das angeschaut und dann ist er aufgestanden und hat gesagt, so, Schluss jetzt, ab sofort keine Minute mehr für Hoffmann. Und so ist das bis zum heutigen Tage geblieben. Sie haben offensichtlich in diesem Vortrag nichts gefunden, was Sie manipulieren und ausschlachten können. So, und um nun mal den Leuten von heute zu zeigen, dass ich eben damals schon nicht der Nationalsozialist war, wie man mir das immer gerne andichtet, verlese ich heute nochmal den Vortrag. Also ich muss sagen, die Hälfte davon. Und zwar, soweit es sich auf Regierungsform und Regierungsbildung bezieht. Es gibt da noch einen zweiten Teil, der bezieht sich auf die Veränderung der Wirtschaftsform. Das kann man andermal machen. Jetzt erstmal diesen ersten Teil. Ich habe ihn etwas gekürzt, sonst wird es zu viel. Und wie gesagt, ich muss das ablesen, denn ich habe diesen Vortrag schriftlich. Also das ist jetzt ganz original das, was ich damals gesagt habe. Moment. Also. Ein kleiner Vorspann. Jetzt dazu geschrieben habe, das Unerwartete geschah. Ich konnte trotz der zahlreichen Linken 3 Stunden lang ohne Unterbrechung und ohne die geringste Störung zum angekündigten Thema sprechen. Es war so ruhig im Saal, dass man das Herunterfallen einer Stecknadel hätte hören können. Das Thema »Die neue Ordnung kommt« war für alle von großem Interesse. Die Leute hörten etwas ganz anderes, als sie erwartet hatten. Und vor allem, was Sie sonst so hörten, wenn es um staatliche Organisationsformen geht. Das ZDF-Team zeichnete den gesamten Vortrag von Anfang bis Ende auf. Danach sagte Frau Jutschek zu mir, das war auch für uns sehr interessant, wir haben von Ihnen vieles gehört, was wir uns auch schon oft gedacht haben. Den Linken wird es wohl ähnlich gegangen sein, aber auch die Rechten und die vielen Normalbürger hatten, wie ich den anschließenden Gesprächen entnehmen konnte, keine Einwände vorzubringen. Alle gingen nachdenklich nach Hause. So. So. Gleich zu Anfang nahm ich zum rechtlichen Aspekt der Vortragsveranstaltung Stellung und ließ keinen Zweifel an der besonderen Brisanz dessen, was ich zu erörtern gedachte. Ich fing dann an. Die neue Ordnung kommt. Und Sie werden mit mir darüber übereinstimmen, dass dies mit Sicherheit ein sehr heißes Thema ist. Deshalb muss man sich erst einmal Gedanken darüber machen, ob dieses Thema so einfach abgehandelt werden kann, denn das Installieren einer neuen Ordnung setzt ja immer das Abtreten der bestehenden Ordnung voraus. Wie gesagt, man muss sich Gedanken darüber machen, ob ein solcher Vortrag nicht hinterher strafrechtlich relevant sein könnte. Wir haben nun einmal den Paragraph 92. In diesem Paragraphen heißt es, unter Strafe steht das Aufheben der Freiheit zugunsten fremder Botmäßigkeit. Und dann führte ich weiter aus.
Im Grunde genommen müsste zuerst einmal die seit 1945 bestehende Abhängigkeit von fremder Botmäßigkeit aufgehoben werden. Denn an dieser fremden Botmäßigkeit kann ja nun, weiß Gott, kein Zweifel bestehen. Alle Bestrebungen, die darauf abzielen, den Bestand der Bundesrepublik Deutschland zu beseitigen, sind verboten. Aber irgendwie passt hier Verschiedenes nicht zusammen. Denn alle Gesetze müssen letztlich auf der Verfassung fußen. Nun haben wir eine Präambel zum Grundgesetz, in der ganz klar zum Ausdruck gebracht wird, dass unsere Verfassung, die beispielsweise mit dem § 92 geschützt werden soll, ja eigentlich laut dazugehöriger Präambel nur ein Provisorium ist. Ein Provisorium, das man seinerzeit nur als Übergangslösung geschaffen hat, um dem deutschen Volk, allerdings nur in diesem westlichen Teil, für eine Übergangszeit eine provisorische Regelung zu geben. Nun sprach ich die aus Freunden, Neugierigen und Linken zusammengewürfelte Zuhörerschaft direkt an. Ich gehe davon aus, dass sehr viele Anwesende die Präambel zum Grundgesetz genau kennen. Ich will den Text trotzdem noch einmal ins Gedächtnis rufen. Anschließend zitierte ich den Wortlaut der Präambel zum Grundgesetz. Im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen, von dem Willen beseelt, seine, des Volkes, nationale und staatliche Einheit zu wahren und als gleichberechtigtes Glied in einem vereinten Europa dem Frieden der Welt zu dienen, hat das deutsche Volk in den Ländern Baden, Bayern, Bremen und so weiter Kraft seiner verfassungsgebenden Gewalt dieses Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland beschlossen. Weiterhin heißt es, das deutsche Volk bleibt aufgerufen, die Wiedervereinigung eines Tages zu vollenden. Um meine weiteren Ausführungen zu verstehen, muss ich der Leser in die Zeit vor dem Mauerfall ins Jahr 1979 zurückversetzen. Deutschland war geteilt und beide deutsche Staaten standen sich in scheinbarer Unversöhnlichkeit waffenstarrend gegenüber. An eine Wiedervereinigung glaubte damals niemand, weder im Westen noch im Osten. Der Status quo schien für alle Zeiten unverrückbar zementiert zu sein. Der Ruf nach Wiedervereinigung wurde vom politischen Establishment als störend empfunden. Die Mehrheit der westdeutschen Bevölkerung stand dem Problem eher gleichgültig gegenüber. So wird verständlich, wenn ich weiter sinngemäß sagte: Im Moment ist die Wiedervereinigung eine höchst unerwünschte politische Forderung, aber in der Präambel zum Grundgesetz ist das Gebot zur Wiedervereinigung der beiden gewaltsam getrennten Volksteile verankert und darüber sind wir froh. Und dann begann ich die Rechtslage in Bezug von Diskussionen über eine mögliche Verfassungsänderung aus meiner Sicht zu erläutern. Wenn das Grundgesetz laut seiner Präambel nur ein Provisorium für die Dauer einer Übergangszeit ist, dann muss es uns doch erlaubt sein, für die Zeit danach über mögliche Formen einer neuen Verfassung nachdenken zu dürfen. Und wir müssen auch darüber diskutieren dürfen und wir müssen die Ergebnisse unseres Denkens besprechen und anbieten dürfen. So weit muss doch das Recht in diesem Lande gehen. Ich zitierte die mit dem Vortragsthema im Zusammenhang stehenden Gedanken bekannter Persönlichkeiten der Zeitgeschichte. Vieles, was andere zum Thema Verfassung und Demokratie gesagt haben und was allgemein gutiert wird, könnte ich mir nicht leisten zu sagen. Derartige Äußerungen könnten mich sofort vor den Richter bringen.
Wenn ich wie der berühmte Sozialdemokrat Friedrich Ebert sagen würde, wenn sich eines Tages die Frage erhebt, Deutschland oder die Verfassung, dann werden wir Deutschland nicht wegen der Verfassung im Stich lassen. Und niemand ist auf die Idee gekommen, Rudi Dutschke rechtlich zu belangen, wenn von ihm zu hören war. Aber darüber, Genossen, sind wir uns doch alle im Klaren, dass die parlamentarische Demokratie historisch überholt ist. Hier steigerte ich die Spannung im Saal, indem ich auf die Gedanken des damaligen Bundeskanzlers Helmut Schmidt bezüglich der demokratischen Staatsform verwies. Meine Damen und Herren, das muss ich Ihnen im Original vorlesen, was unser Bundeskanzler alles sagen darf. Er sagte nämlich, es war ein Fehler in der Nachkriegszeit, ein Fehler der Re-Education, der Umerziehung, die so voll durchschlug, dass die Deutschen schließlich geglaubt haben, die Demokratie sei etwas schlechthin Ideales. Das ist sie auf keinen Fall. Sehen Sie mal, unser Bundeskanzler. Und er führt dann weiter. Die Demokratie ist mit unsäglichen Geburtsfehlern behaftet, die unbehebbar sind. Zum Beispiel dem Geburtsfehler, dass nicht jeder Recht kriegt, der Recht hat, sondern derjenige Recht kriegt und Recht setzen kann, der die Mehrheit hat. Zum Beispiel mit dem zweiten unbehebbaren Geburtsfehler, dass in der Demokratie nicht derjenige zum Bundespräsidenten, zum Abgeordneten oder zum Minister berufen wird, der Beste ist, sondern der, den die anderen für den geeignetsten halten. Und damit sie ihn dafür halten, macht er sich ihnen angenehm. Das ist ein unbehebbarer Fehler der Demokratie seit Perikles Zeiten. Ich konnte mir nicht verkneifen, die Bezugnahme auf die Zitatensammlung prominenter Persönlichkeiten der Zeitgeschichte mit der sarkastischen Bemerkung abzuschließen. Der Bundeskanzler muss es ja wissen. Und dann ging ich nach einer kurzen Überleitung sofort in medias res. Die Kernfragen, die ich heute besprechen möchte, sind die Freiheit von fremder Botmäßigkeit, die Wiedervereinigung aller deutschen Teile, die absolute Neutralität, eine Verteidigungsbereitschaft ohne aggressiven Charakter, eine Änderung des Regierungsprinzips und eine Änderung des Wirtschaftsprinzips. Und dann begann ich, die einzelnen Punkte zu erläutern. Die fremde Botmäßigkeit. Darüber, dass sie besteht, kann es keinen Zweifel geben. Zugegeben wird das natürlich vom Establishment nicht. Diese fremde Botmäßigkeit besteht in vielfältiger Art. Wir sind politisch abhängig und wir sind wirtschaftlich abhängig. Damit sage ich Ihnen nichts Neues. Wir sind sogar abhängig in der Frage der Erziehung unserer Jugend. Man gibt sich nicht damit zufrieden, bereits eine Generation mit Erfolg umerzogen zu haben. Das, was der Herr Bundeskanzler in seinem Statement Re-Education genannt hat, sondern wir erleben zurzeit die zweite Welle der Umerziehung. Dabei ist die Umerziehung ja nicht nur im Bezug der Jugenderziehung zu spüren. Ganz deutlich ist die Abhängigkeit von fremden Mächten in der Außenpolitik feststellbar. Es gibt nicht einen einzigen deutschen Alleingang in der Außenpolitik. Wenn ein Staat eine Revolution erfolgreich hinter sich gebracht hat und sich selbstständig macht, dann hängt die Frage der staatlichen Anerkennung allein davon ab, was von den Vereinigten Staaten von Amerika für zweckmäßig gehalten wird. Und dann soll man doch nicht so tun, als könnte bei uns die staatliche Freiheit zerstört werden, wo sie doch überhaupt nicht existiert. Meine Damen und Herren, ohne die Befreiung von der fremden Botmäßigkeit
wird es für das deutsche Volk keine Zukunft geben. Weil es nämlich den Leuten, unter deren Botmäßigkeit wir stehen, nur darauf ankommt, den Status quo zu erhalten, uns da zu halten, wo wir sind, uns niemals zu unserem Recht zu verhelfen, das ist die Absicht unserer Gegner. Ich fordere für unser Volk nur das, was eine Selbstverständlichkeit sein sollte, dass wir nämlich wieder in Freiheit und Unabhängigkeit in unserem Land leben können. Oft sagen die Leute zu mir: Herr Hoffmann, was wollen Sie denn eigentlich? Ich will es Ihnen sagen, ich fordere für unser Volk das Recht, das für jedes andere Volk eine Selbstverständlichkeit ist, dass wir nämlich in unserem Land wieder in Freiheit und Unabhängigkeit leben können. Dann kam ich auf die permanente Verteufelung des deutschen Volkes und die dazugehörigen Argumente zu sprechen. Man hat uns nach 1945 eingeredet, wir, die Deutschen, seien ein derart kriegslüsternes Volk, dass alle Kriege und alle Konflikte letzten Endes immer wieder nur auf die Urheberschaft der bösen Deutschen zurückzuführen sind. Und wir sind schon bereit gewesen, solches zu glauben, aber spätestens seit Korea und Vietnam können wir das nicht mehr. Wir sind doch sogar schon bereit gewesen zu sagen, also gut, sicher, 3,5 Millionen Sudetendeutsche waren gewaltsam vom deutschen Volkskörper abgetrennt worden und sind nun unter eine fremde, unangenehme Herrschaft geraten. Das wird wohl kaum jemand bezweifeln wollen. Aber ob das nun dazu berechtigt, zur Erlangung des Rechtes Gewalt anzuwenden, sich dieses Recht mit militärischer Gewalt zu verschaffen, das ist doch auch wieder eine sehr knifflige Frage. Aber wenn ich mir die Impertinenz der Vereinigten Staaten von Amerika vor Augen halte und höre, und kein Mensch regt sich darüber auf. Das ist das Allerschlimmste. Wenn da einfach klipp und klar gesagt wird, ja, wenn der Iran uns demnächst kein Öl mehr verkaufen wird, dann sind natürlich die Lebensnerven und die Lebensinteressen der Amerikaner betroffen. Dann könnte es sein, dass wir uns mit militärischen Mitteln unser Recht nehmen. Ja, meine Damen und Herren, was ist denn hier eigentlich los? Wenn es den Deutschen auf eine bewaffnete Auseinandersetzung ankommen ließe, um 3,5 Millionen unter bedrückende fremde Herrschaft geratene Volksgenossen zu befreien, dann soll das böse gewesen sein. Da durften wir keine Gewalt anwenden. Und weil wir das taten, sollen wir auf ewig in der Geschichtsschreibung als Verbrechervolk gelten. Also wir sollen auf ewig das Verbrechervolk sein? Wir sollen den Nacken beugen, aber die Amerikaner stellen sich hin und sagen einfach, wir überfallen notfalls ein anderes Land, wenn die uns nichts mehr verkaufen wollen. Das sind doch unannehmbare Positionen. Und wenn ich mir vorstelle, dass wir mit eben diesen Vereinigten Staaten ein militärisches Bündnis haben, dass wir Dummköpfe uns ein Bündnis mit Mächten einreden ließen, die ein so starkes Interesse am Krieg führen haben, da wird mir doch ganz schlecht. Unsere eigenen staatlichen Interessen durften wir nicht durchsetzen, weder kriegerisch noch sonst irgendwie. Aber für die Interessen anderer, dafür, dass die Amerikaner den Arsch warm haben, dafür sollen wir eintreten und uns um Öl raufen. Wir werden doch nicht Sachwerte, für Sachwerte unser Blut vergießen, lieber frieren wir doch. Danach leitete ich über zum Problem der Teilung Deutschlands und der Frage, wie man diesbezüglich reagieren oder besser nicht reagieren sollte. Meine Damen und Herren, viele wissen, dass ich selbst 10 Jahre DDR-Erfahrung auf dem Buckel habe. Ich erinnere mich noch sehr gut an die Zeit, als es drüben in der Propaganda geheißen hat, Deutsche an einen Tisch. In der Stalinzeit, als die Russen gesagt haben, wir würden ja den Deutschen gerne ihre Freiheit geben und wir würden auch unsere Truppen abziehen. Aber die Voraussetzung wäre natürlich die Neutralität Deutschlands.
Das wäre ja damals gar kein Kunststück gewesen. Es war ja kein militärisches Potenzial mehr da. Die Russen wären für diese Zusicherung der strikten Neutralität Deutschlands bereit gewesen, uns die Freiheit zu geben. Doch das haben wir damals nicht geglaubt. Wir haben das für bloße Propaganda gehalten. Heute wissen wir, wer damals unaufrichtig am deutschen Volk gehandelt hat. Das Angebot der Russen war damals ehrlich gemeint und durchaus fair. Wenn es die Russen die letzten 20 Jahre nicht mehr interessiert hat, dann nur deshalb, weil sie aufgrund der westlichen Haltung ihre Pläne geändert haben. Damals sind wir verkauft worden. Und kaum hatte ich das gesagt, kam ein Zwischenruf aus den Zuhörereien. Das war Adenauer, der Lump. Ich musste ihm um der geschichtlichen Wahrheit willen Recht geben, fügte aber hinzu, den Zusatz will ich jetzt nicht gehört haben. Dann fuhr ich fort. Meine Damen und Herren, ich frage Sie, warum kann Deutschland nicht neutral sein? Warum nicht? Das ist doch nur Gequassel, wenn man uns sagt, wir könnten uns die Neutralität aufgrund unserer geografischen Lage nicht leisten. Nein, die anderen können sich die Neutralität Deutschlands nicht leisten, weil sie einen Prellbock brauchen, an dem ein russischer Angriff erst einmal zerschellen soll, bevor es an ihre eigene Substanz geht. Meine Damen und Herren, es kann für uns nur eine Zukunft geben, wenn sich Deutschland entschließt, aus der NATO auszutreten. Wer unsere Geschichte kennt, weiß, dass Deutschlands Unglück gleichzusetzen ist mit Deutschlands Bündnispolitik. Der Zweite Weltkrieg war eine Folge des Ersten und der Erste Weltkrieg war die Folge einer unglückseligen Bündnispolitik. Das deutsche Volk ist 1914 ohne eigene Kriegsziele zu verfolgen in seiner Verblendung und Nibelungentreue zu Österreich in einen furchtbaren Krieg geschlittert. Das sind die Tatsachen. Und wie steht es heute? Wir haben wieder eine militärische Bündnisverpflichtung, aber kein eigenes Kriegsziel. Die Vorstellung, etwa den anderen Teil unseres Vaterlandes mit Waffengewalt holen zu wollen, diesen Zahn hat man uns gezogen und ich bin dafür dankbar. Denn wir würden nach einem Waffengang mit der Sowjetarmee in beiden Teilen Deutschlands vor einem Trümmerhaufen stehen. Wir hätten nichts mehr, was man dann wieder vereinigen könnte. Und vor allen Dingen, wir müssten die Waffen gegeneinander richten. Gegen unsere Brüder im Osten. Wer keinen Streit sucht, wer friedliebend ist, dem passiert nichts. Ich bin davon überzeugt, dass wir uns die Neutralität sehr wohl leisten könnten. Unser Problem sind doch nicht etwa die ideologischen Unterschiedlichkeiten zwischen Ost- und Westdeutschen. Wir waren doch vor dem Krieg auch ein untereinander verträgliches Volk. Warum sollten wir das in der Zukunft nicht wieder sein können? Wir haben doch hier auch Kommunisten, mit denen wir leben und umgekehrt. Das ist doch nicht das Problem. Das ist es doch wirklich nicht. Bei alledem muss man bedenken, dass zum Zeitpunkt dieser Rede Ende 1979 Deutschland noch in einen kommunistischen und einen kapitalistisch-westlichen Teil geteilt war und der Kalte Krieg seinen Höhepunkt erreicht hatte. So werden meine weiteren Ausführungen verständlich. Meine Damen und Herren, sehen wir es einmal von einer anderen Seite. Es wird Leute geben, die sagen, ja, um Gottes Willen, Herr Hoffmann, wenn die Amerikaner hier abziehen, wenn wir uns entblößen, wenn wir aus diesem Bündnis ausscheiden, was machen wir dann, wenn der Russe kommt? Die Furcht vor einem Überfall der Russen und den damit einhergehenden wirtschaftlichen Veränderungen, mit anderen Worten die Angst vor Enteignungen nach DDR-Muster, spielte damals für die westdeutsche Bevölkerung eine große Rolle. Ich selbst habe nie an einen russischen Überfall auf Westdeutschland geglaubt und in diesem Sinne versuchte ich, die Gemüter zu beruhigen. Und an dieser Stelle lasse ich jetzt einige längere Passagen aus, damit es nicht zu lang wird.
Ich fuhr dann weiter. Ich glaube nicht, dass der Russe kommen wird. Doch unterstellt, sie hätten recht. Was ich persönlich energisch bezweifle. Unterstellt, er würde kommen. Da will ich Ihnen mal was ganz nackt und klar sagen. Wenn der Russe morgen kommen will, dann gibt es überhaupt nichts, was ihn aufhalten könnte. Sehen Sie, meine Damen und Herren, es ist mehr als nur ein lustiger Slogan, wenn bei der Bundeswehr gewitzelt wird, der Auftrag der Bundeswehr ist, so lange hinhaltend zu kämpfen, bis richtige Soldaten kommen. Wäre doch ganz gut, aber woher sollen die denn kommen? Die kommen doch nie. Damit wird deutlich, wie schwierig die Sache ist. Man muss sich einmal vorstellen, wie unser Land verteidigt werden könnte. Die Bundesrepublik ist doch nach der Errichtung unserer diversen Atomkraftwerke überhaupt nicht mehr zu verteidigen. Es würde genügen, ein paar Sprengbomben auf die Atomanlagen zu werfen, und dann hätten wir die Hölle. Es hätte den gleichen Effekt wie ein mittlerer Angriff mit Atomwaffen. Unser Land ist nicht mehr zu verteidigen. Und wenn der Russe käme und die Bundeswehr würde ganz schnell gefangen genommen, er bräuchte ja nur Samstag, Sonntag kommen, dann hätte er es ganz einfach. Könnten wir dann als Deutsche sagen, naja, ist ja nochmal gut gegangen, Russe einmarschiert, Bundeswehr kampflos kapituliert, kaum Verluste unter der Bevölkerung, kaum etwas wurde zerstört, wir haben wenigstens unsere Kathedralen, Burgen und Schlösser, unsere Kulturgüter und Museen unzerstört erhalten können. Alles war vollkommen intakt, wunderbar. Und irgendwie werden wir uns mit den Russen schon einigen. Ja, meine Damen und Herren, aber dann würde das Theater erst richtig losgehen. Dann kämen doch die Amerikaner mit ihren strategischen Bomberflotten. Der Kampf würde unter dem Vorwand, die Sowjetarmee ausrotten zu müssen, um den bösen Kommunismus zu zerschlagen, genau hier bei uns auf unserem Buckel ausgetragen. Es würden ein paar russische Divisionen vernichtet, aber ganz sicher würde unser Volk erneut mit unsäglichem Leid überschüttet. Und da frage ich Sie, warum sollten wir bereit sein, das auf uns zu nehmen? Wofür denn eigentlich? Wir sind doch schon besiegt und geteilt. Was sollen wir noch alles hinnehmen? Kann es uns im Grunde nicht ganz egal sein, von welchem Okkupanten wir beherrscht werden? Und noch etwas will ich zu denken. Wenn Deutschland unabhängig und neutral wäre, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass wir auch ohne die Herren Amerikaner in der Lage wären, eine effektive Verteidigungsbereitschaft herzustellen. Dann habe ich wieder einige Passagen ausgelassen, damit es nicht zu lang wird. Unsere Jugend wird zum Militär eingezogen. Freiwillige gibt es ja schon kaum noch. Und wenn, dann meldet man sich aus ganz anderen eigennützigen Gründen freiwillig zur Bundeswehr. Unsere Jugend ist nicht mehr geeignet, unser Territorium zu verteidigen. Das sehe ich sehr wohl. Aber das ist ja nun kein Zustand, der immer so bleiben muss. Unser Volk hat ja mal gute Soldaten hervorgebracht. Es hat ja einmal den Gegnern jahrelang stattgehalten, bis wir uns zu Tode gesiegt haben. Man müsste doch von den Nachkommen dieser Generation erwarten können, dass sie bei anständiger Erziehung und Vorbereitung wenigstens in der Lage sein sollten, ihr eigenes Vaterland zu verteidigen. Und schauen Sie doch, Länder wie zum Beispiel Jugoslawien, aber auch Österreich, haben überhaupt kein Problem mit der Neutralität. Die können sich vielleicht nicht so gut verteidigen, aber niemand tut ihnen etwas. Warum nicht? Weil sie keine Bündnisse mit aggressiven Supermächten eingegangen sind. Es muss einmal ganz klar auf den Tisch gelegt werden. Dieses Bündnis, das uns in der NATO hält, das macht uns zum nützlichen Idioten fremder Interessen. Idioten, die ihre Waffen in einem Bruderkrieg gegeneinander richten sollen. Ich stelle mir eine Verteidigungsbereitschaft ähnlich dem Schweizer Modell vor. Das ist überhaupt nicht primitiv. Man denke nur an das hervorragende System der Bevorratung der Bunkeranlagen, die auch zivilen Zwecken dienen können. Und was haben wir? Was haben wir denn? Wenn uns morgen ein Atomschlag trifft,
dann können wir in der Zivilschutzfibel nachlesen, welche Maßnahmen zu ergreifen sind. Und wohl dem, der dann eine Aktentasche hat, die kann er sich dann auf den Kopf setzen, um sich vor der atomaren Verstrahlung zu schützen. Ja, Sie lachen. Aber so steht das in der Zivilschutzfibel. Es ist in der Tat lächerlich. Auf die Besatzungsmächte bezogen äußerte ich mich mit deutlichen Worten. Das Allerhöchste wäre natürlich, wenn Sie uns in Ruhe lassen würden, wenn Sie alle bei uns die Platte putzen würden und wenn wir wieder Herr im eigenen Hause sein könnten. Wenn man uns dieses Geschenk machen würde, wenn man sagen würde, lass die Deutschen wieder mit sich selbst zurechtkommen, dann würden wir uns, weiß Gott, friedliebend gebärden und nicht mit dem Säbel rasseln. Es folgten nur noch weitere Ausführungen zur Lage der Nation, bis ich, angeregt durch eine Bemerkung aus der Zuhörerschaft, auf meine persönlichen Belange zu sprechen kam. Ich sagte, ich werde nicht politisch aktiv, weil es mir um mein persönliches Schicksal geht. Wer Politik macht, weil ihm die historische Entwicklung am Herzen liegt und er es ehrlich meint, darf sich nicht von materiellen Gesichtspunkten leiten lassen. Er darf nicht fragen, ob die politische Arbeit etwas einbringt, ob es ihm dann besser oder schlechter geht. Nach den vorangegangenen Erläuterungen widmete ich mich dem Kern des angekündigten Themas weiter. Meine Damen und Herren, ich hatte eine neue Ordnung als Thema für die heutige Veranstaltung angekündigt. Die neue Ordnung. Ich will versuchen, so knapp wie möglich zu erläutern, wie ich mir eine neue Ordnung in etwa vorstelle. Mit Rudi Dutschke bin ich der Ansicht, ganz fest der Ansicht, dass die Demokratie historisch überholt ist. Keine Sorge, ich bin natürlich kein Linker, aber ich gebe zu, irgendwann hat auch mal ein Linker recht. Rudi Dutschke hat recht, wenn er sagt, die parlamentarische Demokratie ist längst historisch überholt. Und es wird sich in der Zukunft immer mehr zeigen, dass die Regierungsform der parlamentarischen Demokratie nicht in der Lage sein wird, alle anstehenden Probleme so schnell zu lösen, wie es sein muss. Deswegen sind wir doch aufgefordert, uns Gedanken darüber zu machen, wie die mangelhafte Gesellschaftsform besser und effektiver gestaltet wird. Churchill hatte einmal die Demokratie als schlechteste Staatsform bezeichnet, aber dann hinterher gesagt, allein ich kenne keine bessere. Ich kann mich einfach nicht mit den zynischen Worten Churchills zufrieden geben. Meine Damen und Herren, eines steht ganz außer Frage. Wir können uns nur eine Staatsform vorstellen, die letztlich eine freiheitliche Grundordnung. Wir wollen in einer neuen, optimierten Staatsform selbstverständlich die Grundrechte haben, die uns eigentlich auch unsere jetzige Verfassung zubilligt. Das Schlimme ist nur, dass sich die staatstragenden Parteien und die Beamten und die verbeamteten Juristen in dieser sogenannten Demokratie sehr häufig nicht an die Verfassung halten. Wer das bezweifelt, kann mich später in der Diskussion darauf ansprechen. Ich werde ihm einige Fälle nachweisen, wo die Grundgesetze von der Justiz und den staatstragenden Parteien mit Füßen getreten worden sind. Im Prinzip ist also gegen unsere Verfassung nur wenig zu sagen. Eine kleine kosmetische Korrektur hätte ich bei der Präambel zur Verfassung vorzuschlagen. Die einleitende Formulierung haben wir in der Verantwortung vor Gott und der Welt. Das gefällt mir nicht so richtig. Ich würde die Vokabeln Gott und die Welt vermeiden und durch die Sentenz Verantwortung vor unserem Volk und in der Verantwortung vor den Menschen, damit würde ich es ersetzen. Ich bin mir sicher, dass auch die Linken diese Formulierung unterstützen würden, denn denen gefällt das auch nicht, weil sie mehrheitlich Atheisten sind. Aber ich kann mir vorstellen, dass diesbezüglich auch tief religiöse, gläubige Christen
einverstanden wären, weil man doch sagen muss, dass die im Namen Gottes betriebene Politik eine Beleidigung für den Allmächtigen ist. Für den geballten Unsinn und die menschlichen Gemeinheiten, den Namen Gottes in Anspruch zu nehmen, ist unerträglich. Man sollte sich an das Gebot erinnern: Du sollst den Namen des Herrn nicht unnütz gebrauchen, denn er wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. Es wäre vor allen Dingen sowohl den Atheisten als auch den religiös empfindenden Menschen gedient, wenn der anachronistische Text durch eine zeitgemäße Formulierung ersetzt würde. Und das ist aber nur eine kosmetische Operation von geringer Bedeutung. An der Präambel zur Verfassung ist aber ein anderer Punkt von entscheidender Bedeutung. Von entscheidender Bedeutung ist das geltende Recht des Bürgers, an Wahlen teilzunehmen. Und hier lege ich den Finger auf die Wunde. Hier treffe ich den Nerv des Herrschaftssystems. Das ist der kritische Punkt. Sie können den Leuten alles Mögliche erzählen, ohne dass sie aufmucken. Aber wenn Sie den Leuten sagen, sie sollen auf ihr Wahlrecht verzichten, dann werden sie grantig. Sie empfinden es quasi als eine Art rechtliche Kastration. Das wollen sie nicht mehr mitmachen. Aber warum eigentlich? Weil sie sich nämlich gar nicht darüber klar werden, dass sie gerade damit, mit der Teilnahme am Wahlgeschehen, von der Politik ausgeschlossen sind. Denn was dürfen sie denn? Sie dürfen von den Parteien vorgeschlagene Kandidaten wählen, deren Gesichter ihnen nur vom Papier der Wahlplakate und durch die Propagandabrille gesehen bekannt sind. Sie geben ihre Stimme Leuten, von denen sie außer dem Propagandaklischee überhaupt nichts wissen. Als Wähler sind sie dann nach der Wahl von der eigentlichen Politik ganz ausgeschlossen. Dann wird Geheimdiplomatie betrieben. Kein Staatsvertrag wird mit dem Volk diskutiert. Alles wird hinter verschlossenen Türen abgehandelt. Keiner weiß, was da eigentlich gespielt wird. Aber die Regierung rechtfertigt alles mit dem Argument, sie sei ja vom Volke gewählt worden. Es wird immer so hingestellt, als wenn jeder Scheißdreck auf dem Mist des Volkes gewachsen wäre. Und das ist Unrecht. Meine Damen und Herren, ich bin überhaupt nicht dafür, dass man dem Volk alle Rechte und die Stimmen ersatzlos entzieht. Dass man sagt, ihr dürft nun überhaupt nichts mehr, nicht einmal mehr wählen. Nein, die Bürger müssten viel mehr dürfen als bisher. Man müsste diesen sinnlosen Wahlkult, der unsere Steuergelder auffrisst, durch gelegentliche Volksbefragung zu entscheidenden Fragen der Nation ersetzen. Hätte es seinerzeit in der Adenauer-Ära, als Deutschland geteilt wurde, anstatt Wahlen eine Volksbefragung gegeben, dann hätte es die Teilung Deutschlands nicht gegeben. Das ist die wahre Sachlage. Was bedeuten denn inzwischen die Wahlen in diesem Land? Ich habe das vor einem Jahr schon einmal in diesem Saal hier angesprochen. Was wählt denn der deutsche Bürger? Er wählt ein Übel und er weiß es. Und jeder, den Sie fragen, warum wählst du denn diese Partei? Die hat doch dieses und jenes auf dem Kerbholz, dann antwortet er, naja, das stimmt schon, aber ich bin eben der Meinung, dass ich das kleinere Übel gewählt habe. Verdammt nochmal, wir sind es leid, ein Übel zu wählen. Wir müssen uns endlich, so lange noch gewählt wird, zur Ehrlichkeit durchringen. Wir müssen sagen, her mit dem Parteiprogramm, was steht drin, was wird vertreten? Du bist eine kleine Partei, ohne Aussicht an die Macht zu kommen. Spielt keine Rolle. Dein Programm ist in Ordnung. Das akzeptiere ich. Das Programm muss doch moralisch zu rechtfertigen sein. Und vor einem Jahr habe ich dir schon einmal gesagt, wer links ist, der soll links wählen. Und wer rechts ist, der soll rechts wählen. Dann wird nämlich auch den Leuten, die den Geist und die Energie dazu haben, etwas Neues auf die Beine zu stellen, Mut gemacht. Wenn die Leute bereit sind, mit diesem Unsinn immer das vermeintliche kleinere Übel, sprich eine der großen Massenparteien zu wählen, aufhören. Und deswegen sehe ich mit einer gewissen Genugtuung, dass die Dinge, wenngleich langsam, in Fluss kommen.
Ich freue mich über jede Bürgerinitiative, über die Grünen und andere, die sonst noch entstehen, auch wenn sie ohne Chance operieren. Aber sie nehmen den großen Parteien die Stimmen weg. Das ist es. Auch die linke Initiative gefällt mir. Auch sie nimmt den Großen die Stimmen weg. Und dem bisher üblichen Wahlverhalten muss Schluss sein. Die 5%-Klausel ist eine Sauerei ohne Gleichen. Wo ist hier die Chancengleichheit? Wir sollen uns demokratisch gebärden, Parteien gründen, wenn wir etwas zu sagen haben. Und dann baut man uns diesen Riegel vor die Nase und erklärt uns höhnisch, wenn du nicht 5% hast, kannst du höchste Schulden machen, aber am politischen Geschehen kannst du nicht teilnehmen. Das ist doch Unrecht. Und ich sage jedem, der zur Wahl geht, wähle eine kleine Splittergruppe, damit die Dinge weiter in Fluss kommen, oder bleib zu Hause. Wenn ich mir sämtliche Parteiprogramme durchblättere und ich finde daran nichts, was meinen Vorstellungen entspricht, dann bleibe ich zu Hause. Und dann wird vielleicht eines Tages eine übergroße Wahlentsagung zur Stimme des Volkes werden. Denn solange sich die Leute zur Wahlurne treiben lassen, solange sie als Stimmvieh dort ihre Stimmen auf dem Wahlzettel abgeben, ist das doch immer wieder die Daseinsberechtigung und Bestätigung für die großen etablierten Politiker, die dann sagen, was wollt ihr eigentlich? Das Volk will es doch so haben. Wenn die Bevölkerung diesem absurden Treiben nicht abschwört, dann kann auch nichts Neues kommen. Das sind aber nicht die Vordenker schuld, sondern sie selbst, das Volk, ist mit seinem Wahlverhalten schuld. Und wenn heute einer zu mir sagt, Herr Hoffmann, gründen Sie doch eine Partei, dann antworte ich, ja, ja, wenn ihr so weit seid. Möglicherweise kommt einmal der Tag, an dem es so weit ist. Man muss in der Politik auch warten können. Es muss alles zum richtigen Zeitpunkt geschehen. Es muss die richtige Konstellation da sein. Man darf nicht einfach irgendetwas zum falschen Zeitpunkt machen und damit auf die Nase fallen. Ja, meine Damen und Herren, das könnte eines Tages noch kommen. Aber nun zurück zum Thema, die neue Ordnung. Mir wird natürlich immer gern unterstellt, ich würde sowas Ähnliches wie eine Führerdiktatur installieren wollen. Nichts davon ist wahr. Ich sehe ganz klar folgendes Problem. Auf der einen Seite ist selbstverständlich das Bestreben, sei es nun durch Wahlen oder auf andere Weise, hochqualifizierte Kräfte in die Regierung zu bekommen. Und wenn man die endlich gefunden hat und sie sich auf ihrem Schemel eingearbeitet haben, dann hat man natürlich auch das Bestreben, diese Leute lange auf ihrem Platz zu halten, damit sie mit ihren Erfahrungen nützlich eingesetzt werden können. Das hat natürlich, wie die praktischen Erfahrungen zeigen, immer den Nachteil, dass fest etablierte Machtstrukturen mit der Zeit entarten und dass sie sich zum Schluss um ihre ursprünglich selbst aufgestellten Prinzipien nicht mehr kümmern. Dass sie sich einfach an die Machtausübung gewöhnt haben und schließlich zu Auswüchsen kommt, die für die Bevölkerung unerträglich werden. Auf der einen Seite will man natürlich eine Regierungsform haben, die in der Lage so schnell geht, kann man doch nicht mit einer Regierungsform aus der Postkutschenzeit arbeiten, mit Abstimmungen und hin und her, mit Blockierungen durch die Opposition, die oft gar nicht der Sache wegen dagegen mault, sondern nur, weil sie gerade auf der anderen Bank im Parlament sitzt. Damit kann man doch heute keinen Preis mehr gewinnen. Ich halte fest, die Regierungsform muss einerseits so gestaltet sein, dass sie schnell und effektiv arbeiten kann. Es werden fähige Leute gebraucht, die möglichst lange auf ihrem Posten gehalten werden. Andererseits muss in festgelegten Abständen ein Wechsel innerhalb der Regierungsmannschaft erfolgen, damit es nicht zu der Entartung dieser Verknöcherung der Macht kommen kann, die wir alle fürchten. Nun könnte man sagen, Herr Hoffmann, die zeitlich längere Ausnutzung der Regierungseliten und das Ausschließen der Verselbstständigung der Macht sind zwei miteinander nicht in Einklang zu bringende Punkte.
Darauf sage ich, das Gegenteil davon ist wahr. Man muss es nur richtig machen. Vor einem halben Jahr habe ich mit einer amerikanischen Reporterin stundenlang über dieses Thema debattiert. Die gab nicht nach und wollte alles ganz genau wissen. Und zum Schluss sagte sie zu mir, Herr Hoffmann, das von Ihnen geschilderte Modell ist sehr interessant. Wissen Sie eigentlich, dass das etwas ist, das sich Tito nach seinem Tode als Staatsform wünscht? Wir unterhielten uns in Englisch und sie sagte, This is something like a revolving system. Das bedeutet etwas wie ein sich ständig drehendes System. Ich stelle mir das folgendermaßen vor. Unsere Regierungsgruppe, so sagt man, bezogen auf die parlamentarische Demokratie, wenn die nicht mehr passt, dann können wir sie ja wegwählen. Ja, theoretisch schon, nur praktisch haben die einmal Gewählten so viele Mittel in der Hand, die das Abwählen verhindern. Wie der Bundeskanzler Schmidt so treffend bemerkt hat, können sich die an die Macht gekommenen den Wählern angenehm machen. Wenn ich vor der Presse und vor der Kamera stehe, dann machen die mich zur Sau. Aber wenn er Bundeskanzler ist, dann beherrscht er doch die Medien, dann lecken sie ihm die Füße, weil er der Regierungschef ist. Der kann sich doch mit der Benutzung der ihm zur Verfügung stehenden Propagandamittel dem Volke angenehm machen. Nichts anderes ist es doch. Über die tatsächliche Qualifikation sagt das gar nichts. Hier muss doch etwas geändert werden. Und dazu sagte ich damals weiter. Dieser Riesenballast von ca. 450 Parlamentariern, die alle unser Geld verbrauchen und schnattern. Dieser Riesenapparat wird abgesetzt und es gibt eine Regierungsgruppe, sagen wir, von 12 Leuten einer generalstabsähnlichen Struktur. Eine Gruppe, die selbstverständlich unter sich abstimmen kann. Aber als Gleiche unter Gleichen, das ist ganz klar. Ich meine, es ist nicht so leicht, diese Alternative zum bestehenden System mit wenigen Worten zu erklären. Ich kann Ihnen nur eines sagen, es würde funktionieren. Und kein Mensch kann unterstellen, dass es eine Diktatur wäre. In der parlamentarischen Demokratie kann jeder den Boss machen, wenn er nur genügend Stimmen auf die Beine bringt. Doch die Leute, die ihn wählen, haben selber nicht die Möglichkeit festzustellen, ob ihr Kandidat für den Posten genügend qualifiziert ist oder nicht. Und das ist für mich eine unvernünftige und daher unerträgliche Situation. Einen Staat vernünftig führen bedeutet für mich, ihn so zu führen, dass die Leute in diesem Land zufrieden sind. Dann haben wir keine Probleme mehr. Das sagt sich leicht, ist aber nicht so einfach. Zufriedenheit herstellen bedeutet in erster Linie den materiellen Wohlstand garantieren. Wer das kann, der hat es leicht. Selbst in den entscheidenden Fragen der Nation, wo die materiellen Bedürfnisse doch eigentlich sekundärer Natur sein sollten, selbst da ist den Leuten der materielle Wohlstand wichtiger als die Zukunft der Nation. Weil es ihnen gut geht, denken sie über die Wiedervereinigung nicht nach. Es ist ihnen piepwurst egal, ob es den Volksgenossen im Osten gut geht oder nicht. Hauptsache, ihr eigener Wohlstand wird gewahrt. Nun werden sie sagen, ja, aber wie kriegen wir Bewegung in die Sache? Dem Volk sehe ich das nach. Die Leute sagen mit gutem Recht, wir sind keine Politiker, lass uns in Ruhe, wir wollen nur gut leben. Alles andere ist uns egal. Dem Volk sehe ich das nach, aber einem Politiker nicht. Ein Politiker muss sich in erster Linie für die wichtigen Fragen der Nation einsetzen. Aber auch er kann sich natürlich nicht mit solchen Fragen beschäftigen, wenn er den Staatshaushalt nicht in Ordnung hat. Er muss den allgemeinen Wohlstand garantieren können. Und das kann er nur, wenn die Wirtschaft leistungsfähig ist. Das ist das Pudelskern. Das ist übrigens ein Punkt, der mich oft bei meinen Unterhaltungen mit ausgeprägt nationalen Kreisen frustriert. Diese Kreise sind bei allen Fragen, die die Vergangenheit betreffen, sehr engagiert, lassen aber die volkswirtschaftlichen Aspekte vollkommen außer Acht.
Dabei gehen sie manchmal in ihrer Befangenheit so weit zu glauben, man brauche nur die richtige Fahne zum Fenster hinauszuhängen und dann würde schon alles gut. So einfach, meine Damen und Herren, ist das leider nicht. Das heißt also, die wirtschaftliche Situation muss in Ordnung gebracht werden. Nun werden Sie mir sagen, ja Hoffmann, was wollen Sie denn eigentlich? Die Wirtschaft ist doch bei uns in Ordnung, schauen Sie sich doch mal nach Frankreich und andere europäischen Länder, denen geht es allen ein bisschen schlechter als uns. Und in Italien geht es den Leuten noch schlechter. Ist das nicht wunderbar? Wissen Sie, meine Damen und Herren, wenn ich als Junge gelegentlich mit nur mittelmäßigen Zensur nach Hause kam und wollte mich damit entschuldigen, dass der Fritz von nebenan auch schlechte Noten hatte, dann hat mir meine Mutter ein paar geklebt und gesagt, du hast dich nicht an den Schlechteren zu orientieren. Das ist für dich kein Maßstab. Ich bin übrigens der Meinung, dass wir gerade mitten drüber sind, das bisschen Wohlstand für die Zukunft zu verspielen. Dabei sind die Probleme weltweiter Natur. Insofern haben unsere Politiker schon recht, auch die Probleme im eigenen Land hängen mit dem weltweiten Wirtschaftsverbund zusammen. Aber das ist ja gerade der Punkt. Irgendeiner muss mit der Wirtschaft nach den Gesetzen der Vernunft den Anfang machen. Es hat sich ja schon rumgesprochen, dass irgendwann einmal die Bodenschätze zu Ende gehen. Es hat sich herumgesprochen, dass man eben nicht ewig Raubbau an den Bodenschätzen betreiben kann. Das hindert aber unsere Politiker nicht so zu tun, als hätte man dieses Wissen um die Endlichkeit der Ressourcen nicht. Es wird in unverantwortlicher Weise hemmungslos weiter Raubbau betrieben. Nun gibt es die ganz Klugen unter den anderen, auch die Grünen, die gegen die Umweltverschmutzung zu Felde ziehen und die glauben, man könne das Ganze durch Einsparungen zur Gesundung bringen. Das ist so wie mit einem Sterbenskranken, dem man vielleicht mit ein paar kalten Umschlägen noch Linderung verschaffen kann. Aber heilen kann man ihn damit nicht. Wir müssen uns von dem Gedanken trennen, dass wir auf ewig einer Wirtschaftsform huldigen können, die nur funktioniert, wenn der Trichter nach oben geht. Die nur dann funktioniert, wenn immer mehr und immer noch mehr produziert wird. Selbstverständlich. Solange wir in diese Gesellschaftsform eingebunden sind, hat es keinen Sinn, anders zu arbeiten, weil sonst alles zusammenbricht. Wenn das Prinzip darauf aufgebaut ist, dass nur bei ständiger Vermehrung funktioniert, dann kann man nicht abrupt mit der Vermehrung aufhören, weil das ganze System sofort abstirbt. Das ist mir schon klar. Zuvor muss die Veränderung des Prinzips in die Wege geleitet werden. Das sind die Erfordernisse der Zeit. Ich kann einfach nicht einsehen, warum ein Volk, das in den letzten Jahren so gut wie nicht gewachsen ist, zumindest nicht der deutsche Bevölkerungsanteil, unbedingt beispielsweise den Energieverbrauch jedes Jahr um so und so viel Prozent steigern muss. Das müsste nicht sein. Ich will Ihnen mit einer einfachen Kurzformel sagen, was ich meine. Die Verbrauchswirtschaft, Verschleißwirtschaft muss von einer vernünftigen Bedarfswirtschaft abgelöst werden. Ich bin davon überzeugt, dass nach Abschaffung der Verschleißwirtschaft, verbunden mit einer gezielten Gesundschrumpfung und Nivellierung der volkswirtschaftlichen Produktion, ein wesentlich höherer Wohlstand bei geringerem Stress für unsere Bevölkerung zu erreichen wäre. Aber eben nur mit einer pragmatisch geplanten Bedarfswirtschaft. Es gibt dazu sehr viele intelligente Überlegungen von Wirtschaftswissenschaftlern. Nur werden diese fortschrittlichen Ideen von den Politikern abgeblockt. Sie werden von denjenigen abgeblockt, die an der zurzeit bestehenden Wirtschaftsform im Moment noch so gut verdienen. Ich will jetzt an dieser Stelle das Thema Notwendigkeit der Veränderung der Wirtschaftsstrukturen vorläufig zurückstellen, um es später an anderer Stelle umfassend zu behandeln. Wenn ihr genau zugehört habt, was ich im Jahre 1979 über die staatlichen Verwaltungsstrukturen in einer öffentlichen Versammlung gesagt habe, dann dürften euch die wahren Gründe für das am 30. Januar 1980 erlassene WSG-Verbot und die anschließend jahrzehntelang gegen mich geführte Verteufelungskampagne klar geworden sein. Dabei dürfte das, was ich zur Notwendigkeit der Umgestaltung
der wachstumsorientierten Verschleißwirtschaft in eine Bedarfswirtschaft gesagt hatte, in den Ohren der Herrschenden noch ketzerischer und unerträglicher geklungen haben. Als ich ein paar Tage nach dem WSG-Verbot zu einem Reporter des Bayerischen Rundfunks durchblicken ließ, dass von mir künftig ausgehende politische Aktivitäten ohne das Handicap der WSG-Existenz für die herrschenden Kreise noch viel unangenehmer werden könnte als die bisherigen unpolitisch gebliebenen Wehrsportaktivitäten gewesen waren, wurde mir dieses Statement später in dreister Unverfrorenheit als Ankündigung von Gewalttaten ausgelegt. Der Anführer droht: Wir werden wirksam werden und wahrscheinlich in einer wesentlich unangenehmeren Art. Wer genau hinhört, erkennt, dass ich das Statement mit den Worten eingeleitet habe. Wir werden genau prüfen, was wir tun können, was wir tun dürfen. Daraus ergibt sich, dass ich damals nur an künftige Aktivitäten gedacht habe, die dem geltenden Recht nicht zuwiderlaufen. Ich hoffe, mit der Rückschau auf meine nunmehr 36 Jahre zurückliegenden gesellschaftskritischen Äußerungen wenigstens etwas zur Relativierung des zweckgerichtet künstlich erstellten Hoffmann-Klischees beigetragen zu haben. So viel für heute Abend, aber es gibt noch vieles, was ich euch zu sagen habe. Danke für eure Aufmerksamkeit.